Ja, ich stehe jetzt hier an einer der wenigen Stellen außerhalb von Kaiserslautern, wo ich schon oft Videos gemacht habe und eines der wenigen großen Projekte, über die ich wirklich immer wieder in meinen Videos rede. Heute bin ich nämlich in Stuttgart und es geht mal wieder um Stuttgart 21. Und damit willkommen zur neuen Ausgabe von Raumplan TV, heute mal wieder live aus Stuttgart. Ich will gar nicht lange vorne wegreden, denn es geht heute hauptsächlich um Alternativen und nochmal um Einzelheiten über den aktuellen Stand der Baustelle. Was ich aber vorneweg noch kurz sagen möchte, ist, dass ich lange Zeit dachte, ich wäre ein krasser Befürworter des Projektes. Bis ich mal mit jemandem, der sich tiefgründig mit der Sache auskennt und sich die Zeit gelassen hat, mit mir zu reden. Davor wurde ich auch weggeblockt. Erfahren habe, dass ich allein schon deshalb, weil ich eher die ein oder andere Alternative befürworte, schon ein Gegner des Projektes bin. Und eben um solche Alternativen und auch um die Alternative, die ich befürworte, soll es heute gehen. Es ist das vielleicht meist diskutierte verkehrsplanerische Projekt der letzten Jahre. Stuttgart 21. Die einen sehen darin verschiedene Potenziale und die andere sehen darin eine Verschandelung der Stadt. Ich glaube, ich stehe irgendwo dazwischen. Deshalb bin ich der Meinung, dass ein vollständiger Abriss des Bahnhofs nur neue Umweltprobleme schaffen würde und auch keinen positiven Effekt auf die Verkehrsplanung in Stuttgart hätte. Aber dennoch könnte ein Umbau des Bahnhofs verkehrsplanerische Vorteile bieten, die sogar eine Vorbildfunktion einnehmen. Daher wurden schon während der Planung des Projektes, aber auch insbesondere während der Bauphase, immer wieder einige Alternativen vorgeschlagen, wie man Stuttgart 21 verbessern kann. In diesem Video werde ich allerdings auf die aktuelle Planung, an der noch vehement festgehalten wird, nicht mehr eingehen, da ich die schon in zwei vergangenen Videos kritisiert habe. Eine dieser Alternativen war Kopfbahnhof 21. Hier sollte der Bahnhof komplett erhalten bleiben, weil man durch die Einführung eines integralen Taktfahrplans nach Schweizer Vorbild den Stuttgarter Hauptbahnhof leistungsfähiger macht. Auch weil in den 1990er Jahren der Stuttgarter Hauptbahnhof zum 50. deutsche Hauptbahnhof galt, wurde dieses Projekt nie umgesetzt. Meine Damen und Herren, Politiker, neue Bauflächen, Sie im Namen der deutschen Bahn AG wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Also recht tun um Immobilienspekulation. Im aktuellen Zeitpunkt erscheint mir Kopfbahnhof 21 nicht mehr umsetzbar. Von den Gegnern und Demonstranten wurde daher eine Alternative zu Kopfbahnhof 21 erarbeitet, welche Umstieg 21 genannt wird. Hierbei sollen im Sinne der Verkehrswende sämtliche Formen der privaten und öffentlichen Mobilität verbunden werden. In der Bahnhofsgruppe soll also anstatt eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs eine große Tiefgarage mit zwei Etagen entstehen. Auf der unteren Etage soll ein Parkdeck entstehen, auf der oberen Ebene soll eine Garage für Fahrräder und ein zentraler Omnibusbahnhof entstehen. Da die Gleise inzwischen zurückgezogen wurden, wäre über diesem ZOB, der sich ebenerdig mit dem Schlosspark befände, ein unmittelbarer Übergang zwischen Bus und Bahn möglich. Der weggeschaufelte, an den Bahnhof angrenzende Schlosspark könnte dann wieder begrünt werden. ZOB und Gleise des Bahnhofs würden mit Solardächern überdacht, wodurch der Bahnhof nachhaltig und erneuerbar beim Energiemix mitspielen könnte. Der Bahnhofsvorplatz selbst konnte darüber hinaus zur Shared Space Zone, also zum verkehrsberuhigten Bereich nach den Regeln der Achtsamkeit der Verkehrsteilnehmer, umgestaltet werden. Dabei könnten zudem bestimmte Fahrzeuge von der Benutzung ausgenommen werden, sodass neben Radfahrern und Fußgängern nur noch Busse erlaubt wären. Entscheidender Vorteil dieses Projektes wäre eine innovative Kombination der Verkehrsmittel auf engem Raum, sich vergleichbaren Projekten weltweit gegenüber brüsten. Bei diesem Projekt würde die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm allerdings nicht über den Flughafen laufen, sondern bei Wendlingen in die Bestandsstrecke am Neckar einfädeln. Dadurch konnte Plochingen weiterhin als wichtiger Umstiegsbahnhof dienen. Die Anbindung des Bahnhofs Plochingen als Knotenbahnhof ans Verkehrsnetz erscheint mir im Sinne des Klimaschutzes auch wesentlich sinnvoller, da Flugzeuge keine nachhaltige Alternative zum Zugverkehr darstellen und die Anbindung eines Flughafens den Binnenverkehr von Zügen reduzieren statt fördern würde.
Die Fahrt von Wendlingen über Bloch in der Stuttgart würde ohne Halt übrigens genauso lange dauern wie die Fahrt über Flughafen mit Halt. Ein Halt in Plochingen ergäbe nur einen Unterschied von einer Minute, die mit einem zusätzlichen integralen Taktfahrplan im Bahnhof kein Problem darstellen würde. Befürworter des Projektes sind der Umschicht 21, sehen auch die Potenziale für den Ausbau der S-Bahn. So könnten ein S-Bahn-Ring von Harrenberg über Böbelfingen, Siedelfingen, Feihingen, Leinefelde, Echterdingen, Filderstadt, Nürtingen und Plochingen nach Kirchheim erfolgen. Für diesen S-Bahn-Lückenstoß konnte die bislang als reine Fernverkehrsstraße zwischen Leinefelder Echterdingen und Wendlingen geplante Strecke genutzt werden. Aktuell ist die Verbindung dieser Städte, die zusammen über 437.000 Einwohner, also fast so viel wie Stuttgart selber haben, nur über Umwege möglich. Dies wird sich auch durch Stuttgart 21 nicht ändern, da solche komplexen Verkehrsplanungen in der ursprünglichen Planung nicht beachtet wurden. Man muss hierbei nämlich bedenken, dass Stuttgart 21 in einer Zeit entstand, als Verkehrswende und Umweltschutz noch nicht als so wichtig angesehen wurden wie heute. Umschicht 21 würde Stuttgart 21 daher ins 21. Jahrhundert katapultieren. Eine weitere Alternative wäre es, einen eigenen Fernbahnhof für Stuttgart zu bauen, der fernab der Stadt liegt. Dies würde den Kopfbahnhof einerseits entlasten, könnte andererseits viele neue Regionalverkehre ermöglichen. Hierbei ergibt sich allerdings die Frage, wo man diesen Fernverkehrsbahnhof bauen könnte. Sinnvoll wären hier die Filtern zwischen Leinefelder Echterdingen und Filderstadt. In Frankreich ist diese Planung von zusätzlichen Fernverkehrsbahnhöfen, die dann an den städtischen Nahverkehr angebunden sind, gang und gäbe. Auch in Deutschland wurde mit dem Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ein derartiges Konzept bereits umgesetzt. Wenn städtischer Nahverkehr, also Straßenbahnen und Stadtbahnen, sinnvoll mit einem solchen Fernverkehrsbahnhof am Stadtrand verbunden werden, ergibt sich dabei keinerlei Zeitverlust. Vorteil dieser Alternative wäre, dass die Neubaustrecke zwar wie geplant um Stuttgart herumführen könnte, aber nicht umständlich den Bahnhof eingefädelt werden müsste. Im Hinblick auf den krassen Baufortschritt von Stuttgart erscheint diese Alternative jedoch als unwahrscheinlich. Ich selber befürworte eine ganz andere Alternative, die sowohl als Ergänzung zu Umschicht 21 umgesetzt werden kann, als auch eine eigene Umplanung darstellen kann. Die Idee für dieses Projekt kam mir beim Besuch des Hauptbahnhofs in Antwerpen 2011. Hier wurde unter dem Kopfbahnhof ein unterirdischer Durchgangsbahnhof gebaut. Dieser Durchgangsbahnhof wird hauptsächlich von Zügen des Thales genutzt, welcher Brüssel und Amsterdam miteinander verbindet. Oberhalb des Durchgangsbahnhofs blieben zwei Ebenen mit Stumpfkreisen erhalten, in denen Regionalzüge, die in Antwerpen enden, halten. Durch eine große Treppe und Fahrstühle besteht die Möglichkeit zum zügigen Umstieg zwischen Kopf- und Durchgangsbahnhof. Ein solcher kombinierter Bahnhof würde sich auch in Stuttgart anbieten. Als ich 2017 auf einer Exkursion abermals in Antwerpen war, wurde ich dort auch auf den Fahrradkeller aufmerksam, weshalb ich inzwischen auch das Potenzial sehe, einzelne Punkte von Umstieg 21 zu ergänzen. Alle heute gezeigten Alternativen haben eines gemeinsam. Sie versuchen, einen innovativen, leistungsfähigen Bahnhof in Stuttgart zu bauen. Da der Bahnsteig nicht eben, sondern geneigt sein wird, würden sich ebenso Gefahren ergeben wie durch den schlechten Brandschutz oder durch Instabilität durch den Käuperboden. Der Käuperboden spricht übrigens auch in Teilen gegen meine Alternative. Es ist also an der Zeit, möglichst zeitnah Stuttgart 21 zu überdenken. Denn sonst wird das Milliardengrab nicht zum Sinnbild einer modernen, zukunftsorientierten Verkehrswende, sondern zum krassen Gegenteil davon. Daher appelliere ich an die Stadtväter, die sich fragen sollten, ob Stuttgart sich mit Helsinki, Kopenhagen und Auckland als Vorbild für die Verkehrswende einreihen möchte oder nicht. Wie wir heute gesehen haben, hat Stuttgart vom Status quo an aus betrachtet ein Potenzial für eine innovative Verkehrswende, die es nicht zugunsten von Immobilienpreisen verspielen sollte. Ein richtig genialer Gag, sag ich mal, wäre es gewesen, wenn ich jetzt plötzlich in Antwerpen stehen würde. Aber das wäre zu aufwendig gewesen, hätte den Rahmen dieses Videos gesprengt. Trotzdem glaube ich, dass dem einen oder anderen die ein oder andere Alternative, wie man das Projekt in seiner ursprünglichen Form wenigstens noch abwenden kann, die Augen geöffnet hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer und sag Tschüss und auf Wiedersehen. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch demnächst in einer innovativen Zukunft von Stuttgart 21. Ciao!